Und da bin ich wieder, der dritte Teil von Driver Parallel Lines. Mit mir, Funkentitan, steht an. Und wir haben jetzt ja, wie ihr noch vom letzten Teil sicherlich wisst, die Mission, an Blitzkrähen vorbeizufahren. Und am ersten müssen wir 60 fahren. Da gucken wir erstmal auf die Karte, wo das ist. Und das ist hier, die Fluchtfahrer, das ist jetzt noch die Mission. Genau, das ist jetzt noch die Mission. Das ist die zweite Mission, genau. Und da müssen wir mit sich vorbeifahren. Keine große Schwierigkeit, würde ich sagen. Und unsere Karre sieht mal wirklich eine geile Farbe, würde ich sagen. Und ist auch wieder schön repariert. Nicht wie vorns, also im zweiten Teil. Da sah die nämlich sehr demoliert aus. Ich hoffe. Ich will jetzt ordentlich fahren, dass wir die auch nicht gleich wieder so frei fahren. Wie die vorhin so schön gesagt haben. Also 60, wir haben jetzt schon 90 drauf, also das ist keine Schwierigkeit. Und schon eine 100, nachher müssen wir 100 fahren. Und eine 60, locker. Bam! So, 70, das nächste Blitzgerät. Dort hinten schaffen wir auch. Das ist, finde ich, eigentlich eine der geilsten Anfangsmissionen. Also hier das mit den Blitzgeräten ist wirklich, macht wirklich Spaß. Ist mal was anderes, denke ich mal, als die Kunden-Mission. Oh, Scheiße, Mann. Ah, oh, nein, 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 nein. Das ist ja gar nicht schön. Gar nicht schön, gar nicht schön. Guckt euch das mal an hier. Scheibe vorne voll zersplittert, Motorhaube nach oben gebogen. Nee, zusammengedrückt, besser gesagt. So, hier vorne schon 70. Das schaffen wir jetzt schon 8. Ja, du Noob, ey. Mann, wir haben jetzt schon 100. Bam! Und jetzt am letzten mit 100. Yes, schaffen wir auch. Hier ist jetzt nur ziemlich dichter Verkehr. Und daher müssen wir öfter mal abbremsen. Und deshalb ist das hier schon etwas schwerer, die 100 zu schaffen. Aber sollte trotzdem nicht unmöglich sein. Vorne ist doch schon. Wir haben jetzt schon 100 drauf. Jo, Leute, das wird was. Das wird was. Locker. Jo. Deine kleine Vorführung gefällt mir. Zeig mal, was du sonst noch drauf hast. Oh, den Wagen kannst du behalten. Mach damit, was du willst. Over. Okay, Slink, ruf mich an. Geil, danke. Verbindung hier verliere ich bald. Ich fühle mich schon wie im Film Convoy. Over. Und Ende. Das klingt beeindruckt. Jo, das finde ich doch natürlich richtig schön. Und wir dürfen den Wagen jetzt auch behalten und machen, was wir wollen. Und jetzt zeige ich euch erstmal, die haben jetzt auch freigeschalten, hier die Race Autoladen. Hunts Point, da kamen wir gerade her. Dann gibt es einen in LaGuardia an der Rennstrecke. Die Rennstrecken haben wir auch noch nicht freigeschalten. Ja, das kommt dann wahrscheinlich erst in späteren Missionen. Und Race Autoladen in Jersey. 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 Nee, Jersey. New Jersey. Hier drüben. Genau. Ich weiß gar nicht jetzt, wann unser nächster Job kommt. Wir dürfen jetzt erstmal rumfahren. Ah, wir haben schon einen neuen Job bekommen. Ah, wo ist er denn? Ah, hier hinten. Revolverheld. Das ist die dritte Mission. Genau, die gucken wir uns erstmal an und ich glaube, die werden wir dann aber erst im vierten Teil machen. Okay, Kleiner, ich bin's, Link. Du weißt, worum es geht. Triff dich mit mir am Kraftwerk auf Long Island. Ich werde dir jetzt den Umgang mit der Bleispritze erklären. Du musst ja die Situation unter Kontrolle kriegen, falls es mal, naja, brenzlig wird. Das ist cool. Revolver halt. Lern das Anvisieren. Mach dich mit der Seitwärtsbewegung vertraut. Üb deine Treffsicherheit. Lern fahren und schießen. Das werden wir tun in der nächsten Mission, im vierten Teil von Driver Parallel Lines. Danke, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Das war's wieder mal von mir. Ciao, euer Funkentitan. Au.